Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online Deluxe. Ja, Toads Piste zum Beginn. Cool Cabrio Cooper und Turbo Start. Ja, im letzten Part haben wir ja die, ich würde gerade 5000 Punkte sagen, aber es sind ja nur die 4500, aber ja. War ja mein Ziel für den Part und ich hoffe, dass wir die auch ein bisschen behalten können und vielleicht sogar noch ein bisschen aufbauen können in diesem Part. Und ja. Ich wollte sogar mit euch über etwas reden, und zwar ist ja von mir aus gestern der Mario Kart Film in den deutschen Kinos angelaufen. Das habe ich nicht gesehen. Und das war, ja, fahren wir irgendwie 200 oder so, oder kommt mir das nur so vor? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Mario Film ist ja gestern in die deutschen Kinos eingelaufen, vielleicht auch, aber naja. Ich nehme das hier übrigens am Donnerstag auf, sonst nehme ich ja mal freitags auf und ich sag schon wieder die ganze Zeit unschön. Junge. So, SC nehmen. So. Nein, 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 nette Hupe, nette Hupe, nette Hupe. Ich sehe schon, komm, wir kommen erst im nächsten Rennen dazu, über den Mario-Film zu reden, also. Versuche ich es auch gar nicht mehr. Ich versuche einfach nur noch das Rennen zu Ende zu fahren. Und vielleicht noch so ein bisschen aufholen. Das wäre auch ganz korrekt hier an der Stelle mal so gesehen. So, wir halten uns hier gerade sehr gut auf der 4. Und Buhu, das heißt, wir klauen irgendwas. So. Und. Vierter Platz. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gibt Pluspunkte. Und zwar 12. Ja, sehr gut. Und dann würde ich sagen, nächstes Rennen. Weiter geht's mit New York Speedway. Und wer kommt aus New York? Richtig. Robert De Niro. Und Mario. Und über den wollten wir hier reden, denn der hat einen neuen Film. Robert De Niro auch, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Ja, also, ich nehme das hier gerade am Donnerstag auf, denn ich hatte heute Homeoffice, weil meine Firma sich dachte, wir haben keinen Bock mehr auf Arbeiten, Alter. Wir machen jetzt Schluss, und die Azubis, die müssen Homeoffice machen, ja. So, morgen ist ja Karfreitag von mir aus gesehen, von euch aus gestern und von euch aus, morgen ist dann ja Ostern. Also, frohe Ostern an der Stelle schon mal. Aber Ostern soll nicht das Thema sein, zumindest noch nicht, denn ich will erstmal über Mario reden. Ich und ein Kumpel haben uns vorgenommen, am Freitag, also gestern von euch, von mir aus morgen, Mario im Kino zu sehen. Und ja, wir überlegen auch, ob wir uns vorher nochmal bei ihm treffen und dann den Mario-Film aus den 90ern sehen. Besser. So. Und da kriege ich die rote. Ja, sehr schön. Ich weiß auf jeden Fall, dass Johnny den am Release-Tag, an der Premiere sehen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob er das gemacht hat, aber auf jeden Fall, wenn er das gemacht hat oder den Film bis dahin schon gesehen hat, werde ich im nächsten Part in einem Part machen mit Johnny, wo wir dann über den Film reden so ein bisschen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf schon. Wir gehen übrigens in die Spätvorstellung, weil ja, wir sind beide hängengebliebene Pisser, die vor 14 Uhr nicht in die Pötte kommen. Und meine Sterne sind weg. Die Pilze sind weg, aber... Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde, Junge, gib Gas, gib Gas. Doppel-Item. Sechster. Ja, das gibt noch Pluspunkte und dann reden wir im nächsten Rennen weiter. Und wir drehen uns wieder im Kreis. Plus 7. Na, wenigstens das läuft. So. Nächstes Rennen. So, Schokosumpf, und ich werde das Thema jetzt ganz schnell beenden mit Mario. Ich habe es ja jetzt schon tausendmal gesagt, ich habe den gesehen oder werde ihn sehen, je nachdem. Und ja, jetzt würde mich interessieren, wollt ihr den Mario-Film sehen? Habt ihr den schon gesehen? Und ja. Thema beendet, nächstes Thema Ostern, ja. Morgen ist Ostern. Ich mag Ostern.
Also bei mir war das ja immer so, an Ostern, da gab es auch immer ein paar Geschenke für uns. Und ja, habe ich noch mit ein paar Freunden drüber geredet und meine eine Freundin dann so: Du bist so voll der Scharwinte. Sagt die, die so reich war, dass ihre Eltern ihr alles gekauft haben. Sie hatte zwei Zimmer und wohnt in einem Haus. Ja, aber wir sind reich verwöhnt. Und mein Kumpel und ich, wir sind halt beides halb Niederländer, also daher kommt das auch, glaube ich, bei uns, dass wir an Ostern Geschenke kriegen. Und er so: Ja, ich habe auch mal meine Kleinigkeit bekommen. Und ich so: Ja, ich auch. Und er so: Bücher. Ich so: Ja, Bücher. Ja, ich habe immer an Ostern und Nikolaus Bücher bekommen. Gute Bücher. Manchmal war auch größere Sachen. Zum Beispiel haben mein Bruder und ich mal an Nikolaus Lego Star Wars die komplette Saga für die Wii zusammen geschenkt bekommen. Und zu Ostern haben wir mal beide Smash Bros. Brawl geschenkt bekommen. Da war aber allerdings die Wii U schon längst draußen und das Spiel hat wahrscheinlich nicht mehr 10 Euro gekostet. Und da musste ich meinen Pilz einsetzen. Oh, wir sind auf dem zweiten Platz, das ist sehr schön. Ja, und weil ich ja ein sehr guter Onkel bin, habe ich für meine Nichte jetzt auch ein Ostergeschenk besorgt jetzt. Von meiner Mutter kriegt sie irgendwie Sandkastensachen, von meiner Tante auch. Und ja, ich habe ihr jetzt so ein bisschen Lego Duplo geschenkt, weil ich mochte Lego Duplo, als ich klein war. Und ja, hab dann so ein Set gefunden, dass da nicht mehr so: Ey, das ist eigentlich ganz gut. Und dann so: Wenn du das noch kaufst, dann sparst du 5 Euro. Und ich dachte mir nur so: Alter, ja, ich hol mir das, weil dann spare ich 5 Euro. Und ich schenke ihr das eine dann auf jeden Fall zu Ostern. Und ich kenne mich, das andere wird sie wahrscheinlich in spätestens 2 Wochen nach Ostern in die Hand gedrückt bekommen. Und zweiter Platz. Yeah! Das läuft doch hier heute. Meine Güte, bin ich gut. Alter, bin ich krass. Alter, wie viele Punkte gibt's das jetzt? Zeig mal. Plus 19, meine Fresse. Das läuft ja wie geschmiert hier. Nächstes Rennen. So, Partystraße und ja, Ostern. Wir werden auf jeden Fall an Ostersonntag Familienfrühstücken gehen, alle miteinander. War ganz schön gedauert, ein Lokal zu suchen, das uns alle beherbergen will. Weil letztes Jahr, ich will ja nicht sagen, dass wir das halbe Lokal beanschlagt haben. Es war wirklich so, wir hatten abgetrennten Raum nur für uns. Das Lokal hatte 2 Räume. War aber scheiße, das war auch richtig eng. Mein Onkel und ich kamen zum Beispiel gar nicht aus der Sitzreihe raus. Das heißt, mein Onkel und ich wurden bedient, also das war nicht schlecht. Und ich und mein Onkel haben dann um meine Nichte gekümmert. Weil, ja, war nur Platz für sie in der Ecke bei uns. Und ja. Ab vom Schlag hier, ne? Scheiß Bombe. So, nimm den grünen Schutz. Und dann geht's wieder nach vorne hier. Und vom Blauen getroffen. Ja, okay, ich sehe schon, dieses Rennen wird nicht so gut laufen wie die anderen, muss es aber auch nicht, weil lief ja bis jetzt ganz gut, der Part. Habe ich auch kein Problem mal mit Vorletzter zu werden, weil Letzter will ich nicht werden. So. Ja, so, wir haben da was gefunden, da gehen wir dann hin und ja, mal gucken, wie das wird. So. Und dann ist ja Ostermontag, da werde ich nichts machen. Und dann habe ich Urlaub den Rest der Woche. Ja, das habe ich mir aber auch verdient, wie ich finde. Und da falle ich runter. Und bin Letzter. Das ist nicht Töfte hier. Aber ich kann erstmal schön abkürzen hier. So. Okay, da war ein kleiner Leck, aber... So, töff, hier rüber. So, gib mir einen Kugel, Willi. Ich will aufholen. Ich bin gar nicht Letzter, sehr schön. Und ich hole gerade echt wieder auf, das ist cool. Ja, und in meinem Urlaub habe ich auch ein paar Pläne und davon werde ich gleich...
nächsten Rennen erzählen. Warte, ich will noch aufholen. Komm. Zieh, 7. Platz, das gibt Plus. So, wie viel gibt's denn Plus? Plus 4. Immerhin. Und ja, dann würde ich sagen, nächstes Rennen. Und zum Finale nochmal auf einer der schönsten Strecken im ganzen Spiel. Überholspur Singapur. Ja, und ich wollte euch erzählen, was ich in meinem Urlaub vorhabe. Also erstens, hauptsächlich werde ich vor allem viel aufnehmen, weil, ja, heute werde ich den voraussichtlich letzten Part Kirby noch aufnehmen. Oh, meine Nase juckt gerade, das ist nicht so cool. Natürlich trifft mich das ab, das gibt mir kurz Zeit zum Kratzen. So, danke, dass du mich weggedrängt hast. So, da bin ich nicht gegen die Mauer gefallen und kann jetzt zu Ende kratzen. So, es juckt nicht mehr, weiter geht's. So. Vor allem werde ich aufnehmen, das neue Projekt, das dann starten wird, wenn Kirby vorbei ist. Ich hoffe, dass es klappt mit OBS. Weil OBS hatte ja bei PC-Spielen schon des Öfteren Probleme gezeigt. Und ja. Würde mich freuen, wenn es klappt, weil das ist echt ein gutes Spiel in meinen Augen. Und ja, dann werde ich noch einmal feiern gehen mit dem Kumpel, mit dem ich auch Mario gucken werde. Wir wollen ja noch irgendwann mal feiern gehen halt. So. Und ein anderer Kumpel, mit dem möchte ich dann Filmabend machen. Da gucken wir ganz viele DVDs, ganz viele Komödien. Und das trifft sich nämlich gut, denn ich habe mir neulich erst wieder eine DVD bestellt, und zwar Clerks 2. Nachdem ich ja neulich Clerks 3 gesehen habe und mir dachte einfach, alter, super Film. Und dann habe ich mir nochmal Clerks 1 auf Blu-ray angeguckt. Und ja, habe ich mir gedacht, weißt du was, du suchst so lange nach einer Clerks 2 Blu-ray, weil ich sammle ja Blu-rays. Und auf Blu-ray findest du das nur richtig teuer, den Film, und dann kriegst du auch noch eine spanische Importversion ohne deutsche Synchro. Das willst du dir nicht antun. Hier meine Clerks 1 Blu-ray ist auch nur auf Englisch. Also da habe ich noch nicht mal die deutsche Synchro. Ich dachte auch, bis ich das auf YouTube mal gesehen habe, nicht, dass es eine deutsche Synchro von dem Film gibt, aber gibt's anscheinend. Und ja, jetzt habe ich mir die DVD für irgendwie 5 Euro bestellt. Dachte mir so, die Blu-ray kostet irgendwie 10-mal so viel. Okay, komm mal zu Boden, Junge. Du bist nicht so fly. Und da vorne, ich kann das Ziel schon riechen. 5. Und ja, das sind so meine Vorhaben für meinen Urlaub. Und ja, jetzt genießen wir nochmal die letzten Meter auf dieser wunderbaren Strecke. Und 5. Yeah! Oh, Überholspur Singapur, schönste Strecke im ganzen Spiel. Plus 7 nochmal zum Abschied. Ja, nur Pluspunkte gemacht. Und dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.